Herzlich willkommen zurück bei EWM. Nachdem wir im Teil 1 über die Grundlagen des Edelstahlschweißens mit den Prozessen WIG, Stabelektrode und Mi'kmaq gesprochen haben, möchte ich heute vertieft auf das Mi'kmaq-Schweißen von Edelstählen eingehen. Edelstahl ist anders als Stahl und Aluminium ein schlechter Wärmeleiter. Daher nutze ich bevorzugt den Impulslichtbogen. Als Stromquelle dazu habe ich unsere Titan XQ vorbereitet. Es ist eine impulsfähige Stromquelle. Der Impulslichtbogen wird sehr gerne eingesetzt, weil wir einen definierten, digital geregelten Tropfenübergang in die Schmelze generieren. Damit wir zum einen spritzerarm schweißen oder nahezu spritzerfrei schweißen. Und damit haben wir eine sehr homogene Schmelze und einen sehr homogenen Schweißprozess. Spritzer haben den großen Nachteil beim Edelstahlschweißen, dass sie aufwendig entfernt werden müssen und je nachdem zu einem bleibenden Schaden an der Edelstahloberfläche führen können. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, den Prozess gut einzustellen und darauf zu achten, dass möglichst wenig Spritzer entstehen. Für ein gutes Schweißergebnis ist es zwingend notwendig, dass wir den Brenner umbauen auf die Teflonzähle. Weil der Brenner ist standardmäßig auf eine Stahlzähle ausgerüstet, werkseitig. Diese ist jedoch für das Edelstahlschweißen nicht geeignet. Gefahr liegt darin, dass wir ferritische Bestandteile dieser Stahlzähle in das Edelstahlschmelzbad einkoppeln. Ich hatte schon im Teil 1 darauf hingewiesen, dass wir bei der Auswahl des Zusatzwerkstoffes darauf achten sollten, dass er möglichst höher legiert ist wie der Grundwerkstoff. Was ist der Grund darin? Im Lichtbogen verbrennen Legierungselemente. Man nennt das auch den Abbrand. Durch die richtige Auswahl des Schweißzusatzwerkstoffes versuchen wir, über diesen den Abbrand entsprechend auszugleichen. Wir hatten im Teil 1 schon über die richtige Auswahl vom Schutzgas gesprochen und ich habe hier alles vorbereitet und das Schutzgas ist angeschlossen. Und zwar verwenden wir dazu das Argon mit 2,5% CO2. Wichtig ist, dass man vor dem Zünden des Lichtbogens nochmal schaut, dass auf dem Blech nicht eventuelle Fett- und Ölrückstände abgelagert sind. Die sollte man natürlich selbstverständlich entfernen. Zum Nachbearbeiten einer Schweißnaht setzt man selbstverständlich eine dafür geeignete rostfreie Edelstahldrahtbürste ein, damit man sicher ist, keine ferritischen Einschlüsse über eine Stahldrahtbürste in die Schweißung einzukoppeln. Anders als beim Werkstoff Aluminium ist es beim Werkstoff Edelstahl nicht notwendig, spezielle Stromkontaktdüsen oder Gasdüsen zu verwenden. Ich möchte euch noch einen Tipp geben in Sachen Blechverzug. Diesen kann man minimieren oder reduzieren, indem man vor dem Schweißen die Bauteile mit einer gewissen Vorspannung heftet. Wenn man zum Beispiel eine Kehlnaht schweißt, dass man nicht 90 Grad heftet, sondern eine gewisse Überspannung gibt. Und wenn ich dann von einer Seite schweiße, kommt mir das Blech ja im Grunde genommen entgegen. Und diese Vorspannung hat genau das zum Ziel, damit ich nach dem Schweißen diese 90 Grad erreichen kann. Achtet darauf, dass ihr eine etwas leicht stechende Position des Brenners einnehmt. Das hat zwei Vorteile. Zum einen könnt ihr das freie Drahtende gut beobachten. Und zum anderen habt ihr damit eine ausreichende Gasabdeckung sichergestellt. Für das Schweißen dieser 8 mm Kehlnaht habe ich aus der Jobdatenbank den Job Nummer 36 geladen. Das bedeutet, ich habe den Zusatzwerkstoff 1.4316. Dieser hat den Durchmesser von 1,2 mm und ich verwende dazu das vorhin erwähnte Argon-CO2-Gemisch mit 2,5% Anteil. Als weiteren interessanten Punkt möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass man
sowohl in Position steigend über Kopf als auch in der PB-Position die Möglichkeit hat, mit unserer Funktion Position Welt den Wärmeeintrag zu kontrollieren. Das hat den Vorteil, dass man zum einen eine Wick-Optik erzielen kann und zum anderen der Wärmeeintrag recht niedrig gehalten wird, was den Vorteil hat, dass die Anlauffarben sehr gering sind. Und nach dem Schweißen müssen wir ja, wie schon mehrfach erwähnt, auch wieder den Oberflächenschutz herstellen. Dazu gibt es einmal die Möglichkeit mit der Drahtbürste oder alternativ mit einem Winkelschleifer in Verbindung mit einer Fächerscheibe oder aber Beizen mit der Beizpaste. Durch das Entfernen der Oxide wird die Bildung einer Passivschicht ermöglicht. Achtung, kleiner Tipp von mir, dass man beim Bearbeiten der Oberfläche das Augenmerk darauf lenkt, dass das ausgewählte Mittel die Oberfläche nicht beschädigt. Sprich, dass es nicht zu rau ist zu der Oberfläche an Edelstahl, die vorhanden ist. So, das war's von meiner Seite zum Thema Edelstahlschweißen mit der Titanic SKU. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Ihr könnt uns aber auch gerne über die Kommentarfunktion schreiben. Wir würden uns freuen. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.